Game over. Und das gehört ja auch zu den Verhältnissen. Die Vorstellung, dass es der herrschenden Klasse so wie einer Made im Speck geht, die mal irgendwie ihre empirische Berechtigung gehabt haben mag, die stimmt ja in dem Sinne auch überhaupt nicht mehr. Sondern wir haben auf einer bestimmten Ebene tatsächlich Verhältnisse, die eigentlich alle entlasten würden, wenn sie abgeschafft würden, weil es auch für die Herrschenden immer schwieriger wird, mit ihrem materiellen Reichtum irgendein sinnvolles Leben anzufangen. Sie müssen ihn irgendwie schwer bewaffnet verteidigen, wie in Kolumbien oder auch in diesen abgeschotteten Teilen US-amerikanischer Städte oder in Deutschland. Sarrazin-Diskussion. Wir stellen also fest, die Privilegierten kriegen weniger Kinder. Wir fragen uns nicht, woher kommt das, dass tatsächlich Leute, die doch in dieser Welt das Sagen haben sollen oder denen es gut geht, dass die keine Lust haben, in diese Welt Kinder zu setzen, dass da doch irgendwas ganz schräg nicht stimmen würde, sondern da kommen wirklich Leute auf die Idee, naja, wenn man ihnen jetzt noch 50.000 Bar auf die Kralle gibt, dann werfen sie vielleicht doch. Aber die Tatsache, dass es wirklich diese Welt eine ist, wo selbst die Privilegierten keine Kinder mehr reinsetzen möchten, das wäre doch eigentlich genau das, was krisentheoretisch dann auch mal auszusprechen wäre und was vielleicht auch was unglaublich Entlastendes und Entspannendes hätte, statt sich in Schuldfantasien zu ergehen. Das negiert ja überhaupt nicht, dass man natürlich immer im Schuldzusammenhang verstrickt bleibt. Und das ist ja eben, so gehörte ja auch eben die Reflexion darauf, dass die Menschen natürlich alle für sich ihren Anteil haben an der Reproduktion dieser Herrschaft. Aber gleichzeitig eben heißt das nicht, dass irgendjemand damit wirklich irgendwie glücklich wird, sondern die haben Magengeschwür ist die Standardkrankheit und die man als Manager einfach so haben muss. Oder ein Karoshi, plötzlicher Arbeitstod durch Burnout. Überhaupt diese ganze Robert-Enkel-Geschichte, da ist ein leitender Angestellter, der verdient echt scheißen gut, ist berühmt und der wirft sich vor den Zug. Und das können alle verstehen. Alle können das verstehen. Und sich in ihn einfühlen. So, und ich glaube, das wären tatsächlich die Erfahrungen, die dann auch theoretische Reflexion aussprechbar macht.